Ja, willkommen. Wir haben gesehen, die ganze Welt schreibt darüber, das iPhone. Wir haben letzthin beschlossen, dass Schreiben schlecht ist, weil die Leute lesen müssen. Also probieren wir es besser. Nochmals, wir sind jetzt hier auf der neuen Website von Apple, wo das lange vermutete und zuletzt eigentlich niemand mehr an diesen Namen geglaubt hat, und jetzt doch da ist, das iPhone. Morgen wird auch in den Zeitungen, das wird die Meldung Nummer 1 sein, Apple steigt in ein komplett neues Geschäft ein und hat sich dazu auch gleich mal vom Computer im Namen getrennt, was ich ja sehr konsequent finde, weil ich denke, das war heute auch eine der einzigen und ersten Keynotes von Apple, wo das Wort oder sagen wir, kein Wort über Computer verloren wurde, mehr oder weniger grob gesagt. Es wurden keine neuen Modelle vorgestellt. Wenn wir uns jetzt dieses Bild anschauen, es ist Wahnsinn, es ist ein Handy wie aus einem Guss. Man hat viele Studien gesehen für den neuen iPod, die ähnlich gelagert waren, dass es jetzt das Handy ist, das mit diesem neuen Benutzerinterface als erstes auf den Markt kommt, ist natürlich sagenhaft. Ich denke aber, dass auch der iPod in Kürze einen Facelift verdienen wird, wo halt vielleicht keine Telefonfunktion dabei ist, aber doch dieses neue Benutzerinterface auch gebraucht wird, weil Apple hat sich alles registrieren lassen und patentieren und wird natürlich aus diesem materiellen Wert, der daraus entsteht, so viel Geld wie möglich schauen. Wir sehen hier eine Demo jetzt, wie der iPod, also dieser Widescreen iPod, funktionieren wird, das auf demselben Gerät natürlich. Wie man sieht, ein sehr flüssiges Benutzerinterface, obwohl wir davon ausgehen können, dass es sich hier um Animationen handelt. Jetzt keine Musik, das hört man vielleicht im Hintergrund. Wir werden hier mal auf Video gehen und werden auch hier sehen, dass das neue iPhone sich drehen lässt und Videos playt. Also hier auch fortschrittlich, was natürlich gegen jetzt zum Beispiel eine Live-Tagesschau des Schweizer Fernsehens spricht, ist, dass nicht vorgesehen ist, mit UMTS zu arbeiten, aber das wird sicher noch kommen. Gehen wir weiter zu den Hauptfunktionen, also wir haben ein Telefon. Was macht man mit dem Telefon? Telefonieren, auch hier hat sich Apple sicher einiges überlegt, wie telefonieren wir, wie verwalten wir Kontakte, wie benutzen wir die Nummern. Wie man sieht, hier sind alle Funktionen sofort verfügbar. Wahnsinns Benutzerinterface mit einer eigens neuen Funktion, das Sprachmitteilungen im Gegensatz zum heutigen System, wo sie ja immer eigentlich eine Nachricht nach der anderen abhören, hat Apple auch wieder gemerkt, ja, das ist ja Blödsinn, ich will vielleicht nur die Nachricht hören oder die Nachricht hören. Also auch hier eine Lehre für die Mobilfunkbetreiber, die seit Jahren Voicemail anbieten, aber bis jetzt keiner auf die Idee gekommen ist, dass man das benutzerfreundlicher gestalten könnte. Im Bereich SMS, auch hier sicher eine innovative Tastatur, mit der man voraussichtlich, kann sich beurteilen, sehr schnell schreiben kann. Die Tastatur wird automatisch eingeblendet, wenn sie benutzt wird, und wieder ausgeblendet, wenn sie nicht benutzt wird. Die SMS werden dann angezeigt wie einem Chat, also wenn man ältere Nachrichten hat, sieht man die auch wieder in den vorhergehenden Fenstern. Das wird für die Mobilfunkbetreiber wiederum sehr schön sein, weil natürlich jedes kurze Wort, das wie in einem Chat versendet wird, eins zu eins so durchgeht. Fotos, immer wieder die Frage, braucht man die Fotos immer bei sich? Mein Haus, meine Yacht.
mein Wohnmobil, meine Frau, meine Kinder, mein Hund, mein Rasenmäher. Lassen wir uns überraschen, ob das ein Use Case ist, aber es ist sicher immer schön, man kann da schnell ein Foto machen und versenden. Natürlich darf auch das Internet nicht zu kurz kommen. Hier sieht man, es ist ein Safari-Browser, der die Schrift sehr stark reduziert, klein macht, aber dann auch wieder mit Fingerdruck die einzelnen Bereiche ins Detail rausholt, damit es auch lesbar ist. Also man hat eigentlich ein komplettes Surferlebnis wie zu Hause, kann sich aber doch auf dem Bildschirm das genau heranzoomen, inklusive Bilden und allem. Im Bereich Internet natürlich super, dass das WLAN integriert ist. So kann man zu Hause auch damit sich irgendwie ein bisschen rumticken. Andererseits natürlich dieses fehlende UMTS, das aber unter Umständen nicht wirklich tragisch ist im ersten Moment. Man kann Google nutzen, man hat Yahoo integriert und auch hier beim Yahoo eine Weltneuheit, dass Yahoo eigentlich wie im Business Service BlackBerry die Mails direkt auf das Telefon pusht. Also das Mail wird aktiv vom Server rausgeschickt, das heißt, man kriegt die Mail auf dem Handy sofort zu sehen, sobald sie raus ist. Also hier eine Neuheit auch, die sicher gerade im Bereich Business Mail, wo BlackBerry sehr viel Patente hält, auch eine Alternative geboten wird, um den relativ teuren, kostenpflichtigen Dienst von BlackBerry zu umgehen. Da kommen sicher auch einige andere Applikationen auf dieses Smartphone, iPhone rauf. Ich denke da an PDF-Viewer, an einfach Editiertools, um das Ganze zu vereinfachen. Das wird sicher auch kommen. Die Technologie mit dem Touchscreen ist einzigartig. Das Ganze basiert nicht etwa auf einem abgespeckten oder einem bekannten Palm OS, Windows Mobile oder Symbian, sondern basiert wirklich auf OS X, also auf demselben Betriebssystem wie die Desktop-Variante, wie die Macs sonst auch laufen. Daher ein wunderschönes Gerät mit einem stabilen Betriebssystem. Hier die Drahtlos-Optionen inklusive Bluetooth, Stereoübertragung gemäß neuesten Standards. Und auch hier wieder einige Überlegungen. Man sieht auf der Seite übrigens unter Umständen einen Kartenslot zum Erweitern der Speicherkapazität. Und das Gerät verfügt über mehrere Sensoren, zum Beispiel um Fotos horizontal anzuschauen, um den Touchscreen zu sperren, wenn man das Gerät an den Kopf hält, also ans Ohr hält. Also da sehr interessante Features, die eingebaut sind. Wir können uns noch kurz zu den technischen Spezifikationen durchringen. Wenn wir uns das anschauen, die Maße 61 mm auf 115 mm, die Dicke ist 11,6 mm und das Gewicht 635 Gramm. Die Auflösung 320 x 480 Punkten bei 160 Punkten pro Inch. Also sehr eine hohe Auflösung, die wir vielleicht von Laptops kennen, wo auf einem 15 Zoll Bildschirm relativ hoch aufgelöst gearbeitet wird. Was hier nicht ersichtlich ist, ist, ob dieser Kartenslot hier auf der Seite, ob das ein Kartenslot ist oder eine andere Funktionalität. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören zu dieser Sondershow übers iPhone und wünsche allen einen guten Tag und besuchen Sie www.leumund.ch im Internet. Danke.